Juhu und herzlich willkommen zu einem Arena-Leiterin Lissi-Kampf. Woo, gegen den Felix. Yes. Okay, und ich bin schon gespannt. Oh, der hat eine coole Tarnmütze. Im Tarnlook, so richtig Soldier-like. Wow. Fiero! Toll, okay, also das ist Feuer und Flug. Was kann man denn Schönes dagegen machen? Natürlich habe ich genau gar nichts dagegen. Das ist ja mega geil. Soll ich trotzdem dagegen antreten? Soll ich trotzdem? Ich weiß nicht, der hat so Mega-Attacken drauf, deswegen traue ich mich eigentlich nicht. Oh, jetzt macht er Fliegen. Aber ist egal, weil ich habe jetzt meinen Schwertanz-Attack gemacht. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Besonders, oh, das ist ja mal richtig geil. Wenn ich weiß, dass er Fliegen macht, dann kann ich jetzt was Asoziales machen. So, dann kann ich nämlich Königsschild einsetzen. Und dann trifft er nämlich nicht. Voll geil. Oh. Hey, da habe ich ja so mal gut reagiert. Woo! So quasi aus. Wow, Angriff. Was? Sinkt stark. Das ist ja mal krass. Geil. Okay, jetzt probiere ich mal Schattenstoß. Ich weiß nicht, ob das gut darauf ist. Wahrscheinlich ist es so richtig scheiße. Lass mal kurz gucken. Nö, dürfte eigentlich nicht scheiße sein. Aber müssen wir mal gucken. Sehen wir dann gleich, ne? So Schattenstoß. Come on. Woo. Oh! Ah! Warte, ein hübsches Geräusch. Boah, das hat ja mal gar keinen Schaden gemacht. So, jetzt klatsche ich nochmal. Hä, was? Hä? Wieso? Ich wollte den kaputt machen. Was soll denn das? Ach, Mano. Oh Gott, das ist feuerfähig. Noch ein feuerfähig. Okay, wieso nicht? Wollen wir nochmal unsere Werte pushen oder sollen wir einfach draufschlagen? Ich muss mal gucken. Eigentlich könnten wir ja mal draufschlagen. Wäre ja eigentlich auch gar nicht so übel. Ich bin mir nicht sicher. Was bin ich nochmal für ein Typ? Ach, ich bin Stahl! Ach, scheiße, das fällt mir erst jetzt auf. Boah, da muss ich ja echt aufpassen, weil Feuer ist ja richtig effektiv auf mich. Fuck. Wieso habe ich nicht daran gedacht? Das ist gerade ein bisschen blöd von mir. Da hätte ich früher daran denken sollen. Habe ich ja noch richtig Glück gehabt. Oha, nee, das könnte richtig scheiße ausgehen können. Boah, heute, boah, habe ich einfach Glück verbunden mit ein bisschen Wissen, aber nur ein bisschen. Ich meine, ja, was will man bei mir erwarten und meinen tollen Pokémon-Skills. Hä, wieso setzt der sowas ein? Hä? Oha! Pff, krass, was war das denn? Soll ich direkt Felsenwurf oder Gesang? Gesang könnte ich vielleicht Glück haben, dass er dann einschläft und mich nicht mehr kaputt machen kann. Aber bei Felswurf könnte es sein, dass ich ihn vielleicht direkt schon zerstöre. Ah, aber Gesang trifft es oft nicht. Ich habe Angst. Ich mache jetzt einfach Felswurf, weil ich habe ja eine höhere Initiative und dann einfach draufkloppen. Draufkloppen ist immer gut. Ja, ja, passt schon. Okay, ich werde ihn damit nicht vernichten, das ist klar. Aber zumindest treffe ich noch einmal. Oder? Oder? Yes! Ey, es klappt mal was. Woo, es klappt mal was. Yeah! Es klappt alles so toll. Boah, ich gehe mal wieder richtig ab. Oh Gott, der Fette. Wieso hat er so eine sexy Blume damit? Cool. Ich spendet ihm Licht und Energie. Oder so ähnlich. Was ist das? Bäh, geh weg damit, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Oh, mir hat jemand toll gesagt. Ein Passant, der mich nicht mal kennt. Ja, seht ihr mal, selbst Leute, die mich nicht kennen, finden mich toll. Oh Gott, was war das? Ja, wow, mega effektive Attacke. Wieso macht er das die ganze Zeit? Die ist voll scheiße, die Attacke. Boah, ey, der Passant spammt mich aber gerade richtig zu. So, toll, lass uns tauschen, lass uns tauschen. Oh Gott, ey. Ist das, was? Das hätte mal voll wenig gemacht. Krass. Okay, lass nochmal Königsschild machen. Vielleicht sinkt dann der Angriff von dem ein bisschen. Das wäre nicht schlecht. Ja, ja. Lass mal austreiben. Komm schon. Komm schon. Das klang voll toll. Komm schon. Yes, 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 yes. Bleib dort total verkackt. Okay. Okay. Ja, Angriff sinkt stark. Und auch noch verwirrt. Oh mein Gott. Oh, das ist gerade geil. Nur das Blöde ist, Sharpie hat leider nicht mehr so viel KP. Das ist unser Problem gerade, weil wir haben ja keine Heilattacke oder so. Oder keine Tränke. Das ist das Problem, weil ansonsten könnte ich den noch ein bisschen auspowern lassen. Nein. Was ist das? Bah. Ist ja ekelhaft. Oh Gott, das. Oh, das hat irgendwie viel gezogen. Okay, komm schon. Bitte. Vielleicht schaffen wir das noch. Wenn er sich beim nächsten Mal selber angreift, dann könnten wir den vielleicht noch vernichten mit Sharpie. Das wäre nicht. Boah. Oha. Das war nicht schlecht. Okay, komm schon. Bitte. Bitte. Ja! Er kann sich nicht bewegen. Woo, woo, woo. Yes, yes. Oh, yeah, yeah. Wow, yes. Geil. Oha, es läuft gerade so gut. Boah, ich bin richtig geflasht und das Licht so, boah, Geist ist gut da drauf. Okay, ich hoffe, ich habe eine höhere Inni. Habe ich, yes, komm schon. Und,
Ah, nicht so geil. Ach man, ja okay, jetzt muss er wohl sterben. Muss ich wohl akzeptieren. Man muss die Vergänglichkeit des Lebens akzeptieren. Okay, ja, aber das ging ja. Nein, Telefon, geh weg. Okay, ich hole jetzt Hope, weil ich bin momentan so gerade in der Hoffnungsstimmung, dass wir alles zerschlagen. So richtig schön. Okay, weil wir haben hier auch eine schöne Geistattacke, die nämlich effektiv auf den ist. Und dann nutzen wir das gleich mal aus. Ulala. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht gemein aus. Oh, boah, ist das scheiße. Was ist das denn für eine ekelhafte Kackattacke? Ist ja mal richtig fies. Ja! Yeah. Oh Gott, nein, das ist kacke, weil der hat erst angegriffen und dann bin ich tot. Nein. Ach komm schon. Bitte, sei schlechter. Sei schlechter. Nein. Nee. Egal, da müssen wir jetzt durch. Okay, also was kann ich. Moment, ich habe noch eine Käferattacke, ne? Dieses Wischel hat noch eine Käferattacke. Ja, Kehrtwende. Warte, ich guck grad mal, was es ist. Nachher ist es gar keine Attacke und ich so, yeah, wow! Und dann funktioniert das gar nicht. Ah, doch. Ah, interessant, interessant. Okay. Dann nehmen wir das doch mal gleich. Ich mache alles kaputt. Boah, ich bin gerade so richtig in Freudenstimmung. So ein richtiges Hoch bei mir, weil ich meinen Kampf. Nein! Wie soll der Genesung? Boah, willst du mich verarschen? Boah, wie viel das auch noch heilt. Oh Mann, was eine Kacke. Bitte mach ihn kaputt. Ja! Ja! Wieso ist das auf einmal so geil? Weil die ganzen Geistattacken sind auch effektiv darauf und haben irgendwie voll wenig weggemacht und die mal eben so batsch weg. Voll geil. Oha. Ah, ich bin so unschlüssig. Ich glaube, ich nehme einfach Lissy. Einfach was. Weil ich das bin. Ah, ich. Wow. Beste Begründung ever, um einen Kampf zu beginnen. Okay, irgendwie ist das scheiße da drauf. Deswegen wechsle ich jetzt doch nochmal. Ich glaube, sollen wir nochmal mit Pina versuchen? Ich habe Angst, dass er mich dann weghaut. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht macht er keine Feuerattacke. Wobei, Feuerattacke? Wäre das schlimm? Ich weiß es nicht mehr. Pina ist doch von Typ normal, ne? Ja, dann wäre nur Kampfscheiße. Okay, bitte töte mich nicht. Oh Gott, Sturzflug ist ja mal so kacke. Nein! Ah. Das war ein bisschen blöd, aber egal. So, jetzt kriegt er aber ein bisschen Rückstoßschaden. Richtig. Ey, das wusste ich sogar. Oh mein Gott, ich werde gerade zum richtigen Pro. Es ist der Moment gekommen, in dem man einfach zu einem Pro heranwächst. Och, Mann. Oh. Okay, komm, dann mit Lissy. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Dann mache ich jetzt einfach mal sehr. Nur das war richtig unnötig, dann getauscht zu haben und das andere Pokémon zu verlieren. Egal. Sehr. Das trifft zwar erst so 10.000 Jahre nachher, aber ist ja egal. So, passt schon. Nur jetzt haben wir beide drei Pokémon und das gefällt mir nicht, weil er hat noch zwei Legendäre und da habe ich immer ein bisschen so unbewusste Angst vor, obwohl die eigentlich gar nicht so stark sind. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Was ist nochmal Akrobatik? Was macht das? Was soll das? Verstehe ich jetzt nicht. Aber ist ja Wurst, so. Geh mal weg. Du bist nämlich scheiße. Ich greife jetzt einfach mit Zauberschein an. Ich weiß, dass es nicht effektiv ist, aber mir bleibt gerade nichts anderes übrig. Und ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zu tauschen. Oh, nee, der mit seinem scheiß Sturzflug. Bitte töte dich einfach selber. Töte dich selber. Jips, jips, jips. Boah. Oha, was ist das für eine Scheiße? Komm schon. Hat er sich selber getötet? Nein, hat er natürlich nicht. Aber, nee, ach, ich weiß es doch auch nicht. Nur wenn er jetzt mit, wenn ich den durch Seher töte, dann wäre das ja voll die Verschwendung. Ich meine, guck dir mal an, wie wenig der nur noch hat. Das wäre voll kacke. Bitte, mach nichts Gemeines. Oh, ich greife als erstes an, das ist toll. Oh, super. Ja, ich liebe dich, Spiel. Weil jetzt trifft Seher sogar noch ein anderes Pokémon und davon haben wir dann mehr, als wenn das nur den kleinen Minibalken weggefetzt hätte. Das ist ja toll. Ach, ist das super. Ich habe manchmal meine Momente der Freude irgendwie, obwohl das eigentlich richtig knapp ist gerade. Xerneas, das ist richtig cool. Einfach so, so sticht man den so einfach 8 Augen gleichzeitig aus. Ey, das stelle ich mir gerade so vor, dass man so 8 Leute in eine Reihe stellt und dann nimmt man das Pokémon und sticht einmal so und dann sind die Augen weg. Was war das denn gerade für eine Vorstellung? Okay, ich habe natürlich nur Attacken, die scheiße dagegen sind. Das ist doch was Schönes, egal. Ich würde sagen, dann machen wir einen auf Kehrtwende. Weil wenn wir Kehrtwende machen, dann kann man ja direkt das Pokémon wechseln und so. Wow, mega viel Schaden. Ist das krass? Okay, dann probieren wir es jetzt mit dem anderen Viech, was mir noch übrig bleibt. Da ist nämlich, huch, nee, nicht das. Wieso wird das dann nicht automatisch ausgewählt, wenn es nur noch 2 zur Auswahl gibt und ich das eine nicht auswählen kann? Hä? Was eine Logik. So, gib mich das. Yeah.
Hä? Mondgewalt? Hä? Oh, boah! Nein! Oh, jetzt habe ich verkackt. Okay, jetzt habe ich offiziell verloren. Es sei denn, mein Seher reißt jetzt die ganze Leiste weg. Das wäre natürlich geil, aber es wird niemals passieren. Och Mann, ich werde ja so verkacken. Ich habe das nicht verdient. Ableithieb. Lalalala. Wann trifft denn dieser verdammte Seher? Oder ist der wirklich nur für das eine Pokémon vorgesehen? Weil dann hätte ich ziemlich verkackt. Och Mann, komm schon. Aber wenigstens heilt er sich ein bisschen. Ist ja auch ganz okay. Ich werde zwar sowieso sterben, aber passt schon. Hä? Was bringt das? Ich werde geheilt? Dann geht die KP wieder zurück? Hä? Okay, kann mir... Wow! Oh Mann. Und es sah so gut aus am Anfang. Aber wenigstens hatte ich ein schönes Hochgefühl. Das ist ja immerhin schon mal was, ne? Also, yo, danke, dass du gegen mich gespielt hast, lieber Felix. Du hast schön gespielt und es war ein cooler Kampf, muss ich sagen. Und dann hoffe ich, euch hat es natürlich genauso gefallen. Falls ihr gegen mich spielen wollt, dann guckt das Einleitungsvideo, was unten verlinkt ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Au revoir!